أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Zunächst einmal denke ich nicht, dass ich derjenige bin, der hier eigentlich zu euch sprechen sollte. Aber auf langen Drücken von einigen Brüdern habe ich mich dann schlussendlich doch dazu entschieden, vielleicht das doch zu machen. Ich denke, wir sprechen über den größten Feind, den wir eigentlich haben, mit dem größten Feind, den wir eigentlich haben. Das ist der Satan, beziehungsweise die Wege von Shaitan. Wir haben einen großen Gelehrten, der Umma, Ibn al-Qayyim rahimahullah, der hat uns so eine kleine Aufzählung gemacht, durch welche Wege oder nach welchen Prioritäten, sagen wir, der Shaitan bei dem Sohn Adam vorgeht, beziehungsweise was seine Ziele sind, seine vorrangigen Ziele. Und der Shaitan beginnt natürlich mit einem Ziel oder mit einem Weg, der ihn zu seinem Hauptziel führt. Und was ist das Hauptziel von Ash-Shaytan, la'anahullah? Sein Hauptziel ist, dass er den Sohn Adam in die Hölle bringt. Für welche Zeit? Für immer und ewig. Das ist sein Hauptziel. Und er weiß ganz genau, weil Ash-Shaytan ist auch nicht blöd, ja? Der lebt schon seit Adam a.s. noch früher. Er weiß ganz genau, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Schirk, diese Beigesellung, niemals vergibt. Allah sagt im Koran, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Das heißt, Allah vergibt nicht, wenn man gegenüber ihm Schirk macht, das heißt, neben Allah Götter nimmt, und vergibt, was da drunter ist, also unter diesem Strich, vergibt er, wem er will. So. Und das weiß der Shaitan natürlich, der große Feind. Aber viele Menschen leider sind diese Sache unachtsam, weil sie sich mit ihrem Feind nicht beschäftigen. Während andere Menschen, meinetwegen morgen oder übermorgen, ich meine, heute ist Samstag, ja, heute ist wieder Fußballtag, Bundesliga und so weiter, wisst ihr ja. Oder auch nicht, wenn nicht, noch besser. Ja. Auf jeden Fall gibt es viele Mannschaften, die sich auf den anderen Gegner vorbereiten. Eine Woche vorher, und die haben schon die ganzen Kassetten im Regal stehen, die bereiten sich darauf vor, die gucken sich die Videos an und so weiter und so fort, Spielanalyse, okay, welche Gegner ist das, welche Stärken haben die, welche Schwächen und so weiter, und bereiten sich auf diesen Gegner vor. Aber subhanallah, der Satan, der will ja nicht irgendwie dich besiegen dann mit einem Tor oder mit zwei Toren oder sonst irgendwas, der hat ja was ganz anderes mit dir vor. Der will dich ja in die Hölle bringen für immer und ewig, das ist sein Ziel. Da muss man sich fragen, warum wir uns noch nicht mit ihm beschäftigt haben, obwohl er das mit uns vorhat. Das ist ja seine Liste, ja? Sein Ziel. Auf jeden Fall, das erste Mittel oder der erste Weg ist von ihm, dass er den Sohn Adam in den Schirk reinbringt, indem er neben Allah Götter beigesellt. Und das können viele Anwa sein, ja? Das können viele Möglichkeiten sein, beziehungsweise viele Wege sein. Wir sind jetzt nicht im Aqida-Unterricht, den Aqida-Unterricht gibt es später. Das ist jetzt einfach nur eine kurze Mauer, inshallah. Und die meisten, denke ich, wissen auch schon, was Schirk ist und was auch die Kategorien des Schirk beinhaltet. Zum einen. Dann zum anderen. Und wie gesagt, warum ist Schirk das erste Ziel? Ist klar, bringt Sahibuha, also bringt ihren derjenigen, der das tut, für immer und ewig in die Hölle. Der kommt niemals wieder raus. So. Dann das zweite. Der zweite Weg, beziehungsweise die zweite Priorität des Satans, des Shaitans, ist, was ist Al-Bida'? Also, dass er den Sohn Adam in Al-Bida'a reinbringt, in Erneuerungen über die Religion. Warum das? Er weiß genau, wie gesagt, wir haben es mit einem klugen Feind zu tun, der jedoch nicht stark ist. Ja? Allah sagt im Koran, dass seine Mittel, dass er eigentlich schwach ist. Es kommt nur darauf an, wie man selbst ihm gegenüber steht oder sich ihm gegenüberstellt. Al-Muhim, er versucht den Sohn Adams dann in zweiter Instanz in die Bid'ah reinzubringen, in die Erneuerung der Religion. Warum ist das so schlimm? Viele sagen ja, ist doch nicht so schlimm. Ich habe erst gestern oder vorgestern noch ein kleines Erlebnis gehabt in einer Moschee bei uns in Frankfurt. Da wollte ich beten gehen und dann stand dort ein Mann und sagte mir, ja, darf ich Adhan machen? Ich habe gesagt, Achi, tafaddal, ja, machst du Adhan, inshallah. Dann hat er angefangen, Adhan zu machen. Dann macht er Adhan, dann denke ich, Mashallah, Alhamdulillah, ja.
Dann, wo der fertig war, dann fängt er mit irgendwelchen Sachen, hab ich nie gehört, ja. So das laut halt ins Mikrofon zu sprechen. Nach dem Adhan, das gehörte so für ihn sozusagen zum Adhan. Schuckt er, und dann musste ich natürlich, man muss ja dann schnell reagieren. Als jemand, und wir sollten alle so sein, dass wir sagen, okay, wir wollen den Amr bin Maruf und den Nahil Munkar machen, dass wir halt das Gute gebieten und Schlechte verbieten, mit den richtigen Maratib, also mit den richtigen Stufen. Dann gibt es jetzt hier die Frage, packst du den jetzt? Ja? Packst du den jetzt und stellst ihn weg vor den Leuten? Oder was machst du? Und das muss ja in Bruchteilen von Sekunden, musst du dich ja irgendwo auch entscheiden. Ja? Dann musst du halt dein bescheidenes Wissen, was du bekommen hast von Allah, musst du schnell abklappern und dann musst du dann sozusagen eine Entscheidung treffen. Wenn du jetzt nicht gerade einen Sheikh neben dir hast, den du fragen kannst. Ja? Und das war halt in dem Zeitpunkt nicht der Fall. Und dann habe ich mich entschieden für, okay, nicht packen, sondern sprechen, aber trotzdem vor den Leuten. Weil in dem Fall habe ich mir überlegt, okay, wenn er das jetzt einfach so macht vor den Leuten, die Leute müssen auch wissen, was los ist, ja? Dass das auch falsch ist. Sonst, wenn du ihn alleine packst und ihm das alleine sagst, wissen die anderen aber nicht, dass es falsch ist. Und denken, ja, mashallah, mach morgens das Gleiche. So ungefähr. Auf jeden Fall, dann sagte ich mir, Achi, das ist das und so, das gibt's nicht und so, wo hast du diese Sachen? Ja, Achi, bei uns da, hat er ein Land genannt, ja, bei uns da in dem Land, so, das ist so, ja, das machen wir da so, das wird so gemacht. Sag ich mir, Achi, wie, das wird so gemacht, ja? Er wird, ja, der eine Sheikh von da und da, der macht das. Sag ich mir, Achi, wem folgst du denn? Ja, folgst du dem Sheikh da hinten, der, oder folgst du deinem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu Alaihi Wasallam. Dann sagt er, aber Alhamdulillah, yani, der war aufnahmefähig. Also man konnte mit ihm sprechen. Das fand ich schon mal gut, obwohl er yani, fortgeschrittenen Alters war. Er war schon etwas älter. Dann habe ich das ihm yani, auf gute Art und Weise Alhamdulillah erklärt. Und dann wollte er Iqama machen. Ja. Dann sagt er zu mir, ja, okay, soll ich jetzt Hanafi machen oder soll ich Shafi'i machen? Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja, okay, mach Shafi'i. Ja, komm, machst du, inshallah. Ja. Dann hat er Iqama gemacht, Alhamdulillah. Und dann nach dem Gebet habe ich dann mich nochmal mit ihm hingesetzt, habe ich noch ein bisschen mit ihm gesprochen. Habe ich ihm auch versucht, ein bisschen was zu erklären, ja, dass man halt auf diese Sachen achten muss und so weiter, die Sachen schlimm sind und so weiter. Dann habe ich ihm heute gesagt, ja, das ist am jüngsten Tag, bevor du halt ins Paradies gehst, du wirst ja noch von dem Haud, von Rasul, sallallahu alaihi wasallam, trinken. Von diesem Becken. Möge Allah uns, inshallah, von ihm trinken, von diesem Becken trinken lassen, inshallah, von seiner Hand, Amin. Und dann kommen die Leute alle. Und der Prophet, der weiß ja, welche Leute von ihm sind, er kennt die ja. Aber dann kommen irgendwelche Leute, während Al-Malaika kommen, Engel kommen und die schlagen die weg. Die hauen die weg. Und dann sagt der Prophet, sagt, ja, was macht ihr? Die sind doch von meiner Umme. Du schlägst die weg. Und dann sagen die Malaika, ja Mohammed, du weißt nicht, was sie nach dir verändert haben in der Religion. Auf einmal wird auch richtig sauer, der Prophet. Sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er, suhqan suhqa, bu'dan bu'da. Er sagt, weg mit euch, ich habe mit euch nichts zu tun. Ungefähr auf Deutsch. Warum? Weil ihr müsst euch überlegen, oder wir müssen uns überlegen, dass diese Religion yani beendet ist. Die ist schon komplett perfekt mit der letzten Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt, wenn jemand kommt später und denkt, er würde noch irgendwas Neues bringen in die Religion und hält dies für gut, dann sagt er gleichzeitig oder indirekt, auch wenn unbeabsichtigt, dass der Prophet oder sogar Allah subhanahu wa ta'ala etwas vergessen hätte in unserer Religion. Und was er jetzt, mashallah, nach 1400 Jahren, kommt er jetzt mit irgendwas an, was kein Hand und Fuß hat, keinen Beweis hat, kein gar nichts hat, und dann sagt er, ja, das ist von der Religion. So. Deswegen sagt er gleichzeitig auch mit seiner Tat, sagt er das. Er muss es nicht mit seinem Mund sagen, mit seiner Tat sagt er, dass der Prophet diese Botschaft auch verraten hat. Aber wir wissen ganz genau, dass der Prophet diese Botschaft nicht verraten hat, sondern diese Botschaft bis zum letzten Atemzug vermittelt hat an die Umma. Und deswegen ist diese Sache so schlimm. Und warum ist sie noch schlimm? Und das haben viele, also viele denken nicht daran, aber das ist auch ein Punkt. Dass diese Sache schlimmer ist als eine große Sünde, ja, als andere große Sünde. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, Az-Zina zum Beispiel, ja? Die Unzucht. Ja, das ist aber schlimmer. Bid'ah, warum? Jetzt überlegt euch mal derjenige, der Unzucht macht zum Beispiel. Jeder weiß, Unzucht ist haram, oder nicht? Also normalerweise sollte es jeder Muslim wissen. Im Normalfall. Natürlich heutzutage ist man sich da hier und da nicht mehr so sicher, aber im Normalfall ist das so.
Auf jeden Fall, und derjenige, der Zina macht, er weiß ganz genau, er hat gerade eine große Sünde gemacht, eine große Sünde gemacht, für die er definitiv Tauba machen muss. Er muss unbedingt Allah um Vergebung bitten. Früher oder später, ist sowieso klar. Weil der Satan kommt wieder und macht wieder dieses, er bringt ihn wieder dazu, dass er Tasrif macht, dass er sagt, ja okay, ich mach später Tauba, ich mach später Tauba, ich mach später Tauba. Obwohl du eigentlich direkt danach Tauba machen musst, weil du weißt auch nicht, wann du stirbst. Aber der Satan ist schlau, wie gesagt. Der bringt dich dann dazu, der sagt, ja, komm, jetzt fühlst du dich nur noch so schlecht von der Sünde, jetzt kannst du auch keine Tauba machen und so weiter. Schämst du dich nicht, dich vor Allah zu stellen und so weiter. Mit solchen Geschichten kommt er dann an, ja. Auf jeden Fall, derjenige, der das macht, er weiß ganz genau, er muss Tauba machen. Er hat was Schlechtes gemacht. Und jetzt guckt euch denjenigen an, der geht mal nur in unsere Länder zum Beispiel, und guckt euch die Leute an, die in den Moscheen da irgendwelche Faxen schieben, auf gut Deutsch gesagt, so ungefähr, ja. Weder Hand noch Fuß, also hat nichts mit Religion zu tun. Oder wurde nicht überliefert. Und der freut sich ja dabei. Und wenn du ihm sagen würdest, ja Achi, was machst du da? Der sagt dir, du hast ja nicht alle. Wir sind schon seit 300 Jahren hier dabei, das zu machen. Jetzt kommst du jetzt, mashallah, in Deutschland auch noch geboren, in Deutschland aufgewachsen. Kommst hierher, willst du mir irgendwas erzählen? Komm, geh mal spielen. So. Warum? Erstens hat es bei vielen Leuten mit einer Art und Weise von Hochmut zu tun, dass sie nicht anerkennen können, dass jemand anderes, auch wenn er jünger ist oder sonst irgendwas, ihm vielleicht etwas von seiner Religion erzählen kann. Erstens. Zweitens, was noch? Der fühlt sich gut dabei. Beziehungsweise er denkt, er fühlt sich gut, weil der Shaitan gibt ihm auch ein gutes Gefühl. Er sagt ihm, es ist alles schön, weil der Shaitan macht ja die Taten gut aussehen lassen, steht im Koran. Weil dann denkt er, er ist gut. Er denkt, er macht was Gutes. Was heißt es? Was heißt es, dass wenn jemand denkt, er würde was Gutes machen? Das bedeutet, er denkt gar nicht daran, Tauba zu machen. Oder? Logisch. Wenn du denkst, MashaAllah, das ist vom Dien, das gehört dazu und MashaAllah, du kriegst Belohnung auch noch, denkst du, du kommst darauf, Tauba zu machen? Niemals. Denkst du auch noch, du kriegst dicke Belohnung dafür. Obwohl, wenn die Leute wissen, was sie kriegen am jüngsten Tag, dann würden sie sich, glaube ich, zweimal überlegen, was sie machen. Auf jeden Fall, und das ist ein weiterer Grund, warum diese Sache so schlimm ist. Weil dieser Typ, der Tauba macht, Al-Bida' macht, selten diese Leute machen Tauba. Selten diese Leute kehren zurück zu Allah, machen Tauba und folgen dann dem Dien richtig. Warum? Weil die denken, dass es richtig ist. So. Das war die zweite Priorität. Die dritte Priorität dann ist Al-Kabira, die großen Sünden. Und ja, ihr kennt ja die großen Sünden, wie zum Beispiel halt Zinsen und Zina, wie gesagt, und so weiter. Falsches Zeugnis gehört auch dazu, Jörg. Dann, und einige andere, ja. Warum die schlimm sind, das weiß jeder, ja, das brauche ich nicht zu sagen. Weil die Gelehrten sagen auch, dass jemand, der mit großen Sünden stirbt, ohne Taube, dass er auf jeden Fall auch bestraft wird. Ja? Möge Allah uns bewahren vor großen Sünden, dass wir mit großen Sünden sterben. Amin. Und das nächste dann ist dann, dass er dich mit kleinen Sünden bombardiert, ja. Weil der geht ja nach Prioritäten, wie gesagt, der geht nach Prioritäten. Das heißt, wenn er einen Mu'min vor sich hat, dann hat er es schwer. Ein Mu'min, der Wissen hat, wie soll er den Schirk reinbringen? Schwer für ihn. Aber so, ja komm, geh mal jetzt ins Parlament und setz dich da rein, ja, zum Beispiel. Oder was weiß ich, er geht zu einem Grab Fulan. Und weil heutzutage ja, wie gesagt, Grabgeschichten und so, das ist ja hier nicht so der Fall, ja. Weil da kommen auch viele Leute und reden über Schirk und so weiter. Und reden dann immer von Grabsachen und so weiter. Das ist richtig, ja? Aber du musst auch gucken, was aktuell für deine Leute ist, die mit dir sind, mit denen oder die du gerade ansprichst. Ja? Ich denke hier nicht, dass jemand hier, es ist seltener Fall, dass jemand hier in Deutschland oder so zum Grab geht und da irgendwas schlachtet oder so, ja? Denke nicht, ja? Aber es gibt viele andere Götzen, die hier verbreitet sind und die auch aus dem Islam rausbringen, um die sich aber wenige Leute gekümmert haben. Leider. So, wie gesagt, wir sind hier nicht im Akida-Unterricht. Auf jeden Fall, und diese Maratib, also diese Stufen, geht er vor. Und je stärker der Iman ist von demjenigen, mit dem er zu tun hat, desto schwerer ist es für ihn natürlich, ihn auch in diese Sachen reinzubringen. Also wie gesagt, er versucht erstmal einen Schirk reinzubringen. Wenn er nicht kann, dann versucht er einen Bid'ah reinzubringen. Wenn er nicht kann, dann versucht er einen Kabail reinzubringen, große Sünden. Wenn er nicht kann, dann erst in kleine Sünden ihn reinzubringen. Ferner versucht er, die ganze Zeit nicht überall reinzubringen, das ist klar, ja. Aber ja, seine Hauptaufgabe gehen in diese Prioritäten. Auf jeden Fall, und dann versucht er dich, wie gesagt, in kleine Sünden reinzugehen. Wir wissen ganz, ganz genau, die kleinen Sünden, wenn sie sich mehren, ja, die können auch zu große Sünde werden, erstens. Und zweitens, jemand, der
Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, dass derjenige, der eine Sünde als so ganz klein ansieht, ich glaube wie eine Mücke auf der Nase oder sowas, ja, das ist eine Art von Heuchlerei. Ja? Und der Mu'min, der sieht eine Sünde riesig wie ein Berg. Weil für ihn jede Sünde ist schlimm. Warum? Das ist ein Verbrechen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Weil du überschreitest dann diese Grenzen, die Allah dir auferlegt hat. Auf jeden Fall, und danach, wenn er es mit einem starken Mu'min zu tun hat, versucht er was? Dann versucht ihn abzulenken. Zum Beispiel auch mit Sachen, die wichtig, die vom Islam sind, ja? Also sogar Ibadat, ja? Gottesdienstliche Handlungen, aber versucht ihn mit weniger wichtigeren gottesdienstlichen Handlungen zu beschäftigen, während er sich vor den wichtigen oder wichtigeren Handlungen abkehrt. Ein Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel, das fällt mir immer ein, das ist dieses Beispiel. Jemand zum Beispiel steht nachts auf und betet. Qiyamul Layl zum Beispiel. Alhamdulillah, das ist eine gute Sache, mashallah. Das ist auch eine Form, wie man den Iman stärken kann. Auf jeden Fall, und er betet und betet, und der heizt ihn vielleicht noch ein, der Shaitan. Der sagt ihm, ja so und so, mach weiter und so weiter. Der Prophet hat auch so lange gebetet und mach weiter, ja so, du bist gut und da. Und spornt ihn an. Und dann der betet die ganze Zeit, tak, und betet und betet und betet und betet. Obwohl er vielleicht das erste Mal gerade aufgestanden ist, subhanallah. Der ist vielleicht zum ersten Mal jetzt nachts aufgestanden und dann Shaitan sagt zu ihm, okay, fang direkt an jetzt komplett die ganze Nacht durchzubeten. Und dann, wenn er fertig ist, dann ist er so kaputt. Dann sagt er zu ihm, und dann guckt er auf die Uhr, es ist aber noch eine halbe Stunde bis Fajr jetzt, ja? Na, was macht der Satan? Der ist ja schlau. Der kommt dann an und sagt er zu ihm, hey, hör mal zu. Also jetzt nach der ganzen Nacht, die du hier gebetet hast, da hast du dir jetzt ein kleines Schläfchen nochmal verdient. Ja? Da müsstest du dich jetzt nochmal hinlegen, ja? Und dann sagt er noch zu ihm, das ist von Sunna, dann sagt er zu ihm, leg dich auf die rechte Seite, mach dich so und so und so weiter und so fort. Der schmückt ihn alles aus, ja? So. Warum? Der weiß ganz genau, der ist ja nicht blöd. Der weiß ganz genau, vielleicht kennt er dich, wenn er dich erstmal in den Schlaf gewogen hat, ja, bist du nur durch einen Presslufthammer aufzuwecken vielleicht, ja. Bist du vielleicht einer von dieser Sorte. Auf jeden Fall, und dann, was macht er? Dann der Bruder oder dieser Mann schläft dann ein. Und er steht auf, guckt am Himmel, die Sonne steht im Zenit, ja. Dhuhr, Zeit, ja. Alles verpasst, Gebet verpasst, Arbeit verpasst, alles verpasst, ja. Masha'Allah. So, das heißt, er hat das Fajr-Gebet verpasst. Und das Fajr-Gebet, wir wissen ganz genau, die fünf Gebete am Tag, das sind die wichtigsten. Nach der Shahada ist das Wichtigste, was es gibt überhaupt im Islam. Und dieses Fajr-Gebet ist wichtiger als diese ganzen Raka'at, die du in der Nacht gebetet hast. Weil wir kennen das Hadith doch, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie du ihm am nächsten kommst, ist mit dem, was er dir als Pflicht auferlegt hat. Ja? Das heißt, die Fara'i, die Pflichtsachen. Und das Fajr-Gebet gegenüber diese Nachtgebet, die er gemacht hat, vielleicht dieses Nachtgebet ist wie ein Sandkorn gegenüber diesem Fajr-Gebet, was er verpasst hat, diese Termin, was er mit seinem Schöpfer hat. Weil dieser Termin ist fester Termin. Ja? Ihr müsst euch überlegen, gibt es manchmal diese Stoßzeit, wo man rein und raus gehen kann, ja, aber nicht muss. Und dann gibt es diese festen Termine, die sind fest, da gibt es keine Diskussion. Fest, von da bis da ist dieser Termin. Du musst erscheinen. Du musst erscheinen, gibt es keine andere Wahl. Wenn du nicht erscheinst, dieser Termin ist mit Kreuz also ist ein rotes Kreuz. Und am nächsten Tag wirst du gefragt werden. Was ist mit dem Kreuz? Sozusagen, ja? Was hast du da gemacht? So, und das sind yani die Stufen, die er vorgeht. Das heißt, mit etwas weniger Wichtigerem den Mann beschäftigen und den von den wichtigen Sachen abhalten. Wie zum Beispiel noch ein Beispiel, bevor ich dann Charla auch beende. Ein Beispiel, das war eine Zeit von dieser Angelegenheit, die sehr verbreitet war von diesen E-Zahlen. Diese E537,4B und E700 sowas und so weiter, diese ganzen E-Sachen, ja. Und da gab es Brüder, die sind mit ganzen Listen einkaufen gegangen. Ja? Yeah? Also mit solchen Listen von diesen Zahlen, die sind einkaufen gegangen. Und dann sag ich zu mir, Echi, wie lange brauchst du eigentlich zum Einkaufen, ja? Sagst du mir, Echi, so 3 Stunden mindestens, ja? So, subhanallah. Der war stolz darauf, ja. Der wollte mir jetzt sozusagen sagen,
ja, ich streng mich richtig an auf dem Weg Allahs. Das ist mein Jihad sozusagen. Ja. Der geht in den Supermarkt rein, voller Fitter in den Supermarkt, ihr wisst ganz genau, was da rumläuft. Ja. Nur Kassiererin Ute und Hannelore. Und was macht er und hält sich da 3 Stunden oder 4 Stunden in dem Laden auf? Allahu a'lam, wo seine Blicke überall hinfallen. Und checkt die ganze Zeit ab, ja? Okay, das kann ich kommen, das kann ich nicht kommen, das kann ich kommen. Das kann ich. Die ganze Zeit macht sich da verrückt. 3 Stunden vielleicht. Ja, 3 Stunden hat es mir gesagt. Einmal ein Bruder. 3 Stunden, subhanallah. Wie viel Zeit hat er verloren, subhanallah? Überlegt mal, 3 Stunden vom Tag? Nimmt man diese 6 Stunden oder 7 Stunden Schlaf weg, nochmal 3 Stunden dazu? Wohin? Nur fürs Einkaufen. Wenn er einmal am Tag einkaufen geht, vielleicht geht er 2-mal am Tag einkaufen, das wissen wir ja noch nicht, gell? Alhamdulillah. So. Und das ist auch so ein Mittel. Das heißt, der Shaitan, der bringt den voll rein in diesen Film, ja? Und pusht den da hin und her die ganze Zeit. Und sagt ihm, ja, jetzt musst du darauf achten und darauf achten. Nein, das ist 471, nein, das ist 473, das ist B, das ist C, das ist D. Die ganze Zeit so, macht den verrückt die ganze Zeit. Ja, und dann am Ende, was weiß ich, guckt er auf die Uhr. Ach ja, ich hab's Dhuhr-Gebet verpasst. Oh ja, kein Problem, ich geh nochmal nach Hause, spät's mal nach. So ungefähr. Gibt's ja. So, das sind diese Sachen, deswegen müssen wir darauf achten. Wir müssen auf diese Schritte achten, die der Satan versucht, um uns vom Weg wegzubringen. Und inshallah ihm standhaft gegenübertreten. Subhanakallah wa bihamdik.